Was dabei zu kurz kommt, ist, dass 1973 die Strafrechtsreform Kindesmissbrauch nicht mehr als Verbrechen eingeschätzt hat, und zwar auf der Basis von sexualwissenschaftlichen Urteilen. Ich möchte davon auf die ausgehen, Redezeit hinweisen. Danke, dass für die betroffenen Kinder und Jugendlichen die Vernehmungen wesentlich schlimmer sind als die im Grunde harmlosen Missbrauchsfälle. Habt ihr das vernommen, was der da gerade gesagt hat? Dass im Grunde genommen die Anhörung der Kinder von der Polizei oder vom Gericht schlimmer sind als die harmlosen oder der harmlose Missbrauch dieser Kinder. Wie viel Scheiße muss man im Schädel haben, um so einen Dreck von sich zu geben? Lief übrigens in der ARD. Das muss man sich mal vorstellen. Und das im Hier und Jetzt redet von irgendwas, was 1973 noch normal war, wo sogar Kinder in manchen Ecken sogar noch mit einem Lineal geschlagen wurden und zitiert, dass das damals normal war. Richtig, wir hatten damals auch das Kentner-Experiment von 74 bis sogar 2004, wo Kinder missbraucht wurden und mit Unterstützung vom Senat Berlin und anderen öffentlichen Einrichtungen in die Hände von Pädophilen gegeben wurde. Und hier redet jemand, der aus der Kirche ist, dass das doch der harmlose Missbrauch der Kinder doch schlimmer wäre als die Anhörung vor Gericht. Dass die Anhörung eines Kindes vor Gericht schlimm ist, das stimmt. Aber hier versagt die Politik und die Justiz, weil es gäbe die Möglichkeit, die Kinder alleine mit Psychologen oder auch mit unabhängigen Experten oder vom Gericht bestellten Experten darüber zu reden, alleine. Und das denn dem Gericht als Videoaufnahme vorzuspielen. Und so würde das Kind da nicht sitzen, sondern es wäre geschützt. Aber es ist ja der Justiz wichtiger, die Täter zu schützen als die Kinder. Und der Kirche dort anscheinend ist es wichtiger, den Ruf der Kirche zu schützen, als den Missbrauch ernst zu nehmen. Und wenn ich sogar höre, dass der ehemalige Papst ja nicht die Wahrheit gesagt hat, als er verhört wurde und Kinder missbraucht wurden und er da vielleicht ein bisschen weggesehen hat, dann wisst ihr doch, was hier los ist. Mir ist das scheißegal, wer in unserem Land Kinder missbraucht. Ob das ein Politiker ist, ob das ein Prominenter ist, ob das einer von der Kirche ist. Kindesmissbrauch ist eine absolute unmenschliche Straftat. Der Schutz von Kindern ist unverhandelbar und geht uns alle an. Und solche Äußerungen sind unmenschlich, asozial und da mache ich meinen Mund auf. Und bin stinksauer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, aber Carsten, kannst du das doch nicht ruhiger sagen? Nee, kann ich nicht. Weil seit der Ruhe hören die nicht. Und es geht darum, dass sie es hören. Und dass endlich die Kinder geschützt werden. Und nicht irgendwelche politischen Interessen oder irgendwelche kirchlichen Interessen. Sondern unsere Kinder. Das sollte unser aller Interesse sein, dass die geschützt werden. Und die Kirche muss hier endlich klar und deutlich Stellung beziehen, genau wie unsere Gesellschaft und die Politik und die Justiz. Hier werden bei uns in unserem Land, werden Täter, die über 150 Mal Kinder missbraucht haben, kommen mit einer Bewährungsstrafe davon. Das kann und darf nicht sein. Und deshalb haben wir auch eine Petition gestartet, dass es keine Bewährung mehr gibt beim Missbrauch von Kindern. Wer den Kindern ihre Seele tötet, hat jegliche Toleranz und jedes Recht auf Freiheit verloren. Die Kinder sind zu schützen und nicht die Täter. Und das solltet ihr langsam alle mal kapieren bei euren politischen Interessen. Ich weiß, dass auch die Politik den einen oder anderen Pädophilen oder Hepophilen damit dabei hat. Das haben wir schon oft genug gesehen. Und welche Parteien noch vor ein paar Jahren für Sex mit Kindern Werbung gemacht haben, weiß ich auch. Ich denke, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, in den grünen Himmel zu kommen. Also verschiedene Methoden, meine ich. Zum Beispiel solche, die Otto Schilling schrecken. Papiere zum Thema straffreier Kindersex. Ausgelegt in der Hagener Stadthalle beim Grünen Bundesparteitag. Und immer noch verteidigt. Wir gehen davon aus, dass man das tolerieren kann. Ja? Den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt, Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, Nötigung, ja, ist bereits in anderen Paragraphen des Strafrechts festgeschrieben. Aber Sex mit Kindern schadet den Kindern nicht, Ihrer Meinung nach? Nicht, wenn es sich nur um Sex handelt.
Und ich weiß auch, welche Parteien letztes Jahr versucht haben, die Gesetze, die wir in den Bundestag getragen haben, Handbuch von Pädophile, Kindersexpuppen, das Kindesmissbrauch lebenslang im Führungszeugnis ist und dass Kinderpornografie ab jetzt eine Straftat ist, sich diesem Gesetz enthalten haben, um auf pädophile Wählerschaft zu gehen. Das weiß ich auch, wer das hier gewesen ist. Es ist schlimm und es ist so erbärmlich und abartig, was in unserem Land gemacht wird und wie Kinder im Stiche lassen werden, weil es nur um Kohle geht, um Macht geht und den Politikern und auch vielen, vielen Behörden oder auch Kirchenvertretern oder wem auch immer, aber auch großen Teilen der Gesellschaft, die Kinder scheißegal sind. Und das muss endlich ein Ende haben. Zum Schutz der Kinder. Denn sie sind unsere Zukunft. Und nur mal ganz nebenbei. Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Dann solltet ihr mal alle drüber nachdenken, wie es um unsere Moral, unsere Menschlichkeit in unserem Land steht, wenn unseren Kindern das angetan wird und man solche asozialen Äußerungen tätigen kann und kaum einer aufschreit. Widerwärtig.